Oh, Hayumina Summer, herzlich willkommen zu meinem Part 2 von Sebalina Modpack. Los in die Ali-Welt. Ich will so schnell wie möglich vorankommen. Ihr glaubt's mir nicht. Ich will meinem Freund beweisen, dass ich nicht so eine lahme Schnecke bin, wie ich sonst immer Minecraft bin, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Mal schauen. So, ich wollte hier gleich zu Beginn die anderen Samen noch anpflanzen. Dann habe ich nämlich wirklich eine Nahrungsquelle, eine sichere. Aber bisher hatte ich noch gar keinen Hunger. Ja gut, ich habe auch bisher noch nichts wirklich Anstrengendes gemacht. Also auf dem Bild, das ich da gesehen habe, was hier in dem Buch war. Wo ist das Buch? Hier. Da war das doch so. Genau, Open. Da hat man hier diese Flasche hier gesehen. Aber dazu müsste ich ja... gib ein paar Beeren ab. Okay, mache ich gerne. Ah, Blueberries habe ich keine mehr übrig. Das ist ja blöd. Ja, gut. Dann baue ich hier einfach wieder welche ab. Ah nein, da kommen keine raus. Wie dumm war denn das? Oh, da muss ich warten, bis die gewachsen sind. Das ist ja ätzend. Leute, Leute, Leute. Da hätte ich ein bisschen früher schauen müssen. Nein, okay, versuchen wir irgendeine andere Quest. Was ist denn das hier? Die Map. Einen besseren Überblick ermöglicht dir die Journey Map oben rechts. Mit der J-Taste öffnest du eine Fullscreen-Karte. Wegpunkte erstellen kannst du mit der Taste B. Spiele mal ein bisschen mit rum und es wird dir helfen. Finde den Ursprung. Ein Diamant. Das ist aber krass. Und hier ist irgendeine Quest mit Diamanten. Grabe tiefer. Oha, da muss ich jetzt aber nach der Quest ziemlich, mich ziemlich runtergraben. Das geht ja dann ziemlich vorwärts. Okay. Ja, dann gucke ich mal kurz. Was stand da mit J? Kriege ich eine große Karte? Okay, cool. Was ist denn das da drüben? Hä, was ist das? Ein Zombie und ein Slime? Und hier, okay. Fragt mich nicht, was das jetzt bedeutet. Dass dann Spawner ist irgendwo, oder? Und B ist für einen Wegpunkt. Aber mein Spawnpunkt, war hier nicht so ein Strahl mal? Hier bin ich doch gestartet. Ja, okay. Keine Ahnung. Wenn ich sterben werde, werde ich hier wahrscheinlich wieder ankommen. Ich denke, das fürs Erste wäre es gut, wenn ich mir noch ein paar... Hier ist mein Schwert. Ein paar Schafe töte. Hast du dir einen Wegpunkt gemacht? Nö. Soll ich einen machen? Ja. Okay, mein Freund hilft mir gerade ein bisschen. Ja, dann mache ich einen Wegpunkt. Hier war ungefähr der Spawn, oder? Mhm. Okay. Und jetzt müsste das in meiner Karte stehen. Cool. Also kannst du mir sagen, was hier diese Zombies und so bedeutet haben? Sind da dann welche? Weil es ist doch Tag. Wo denn? Da waren oben rechts mal ein Zombie und... Ja, dann sind die halt vielleicht unter der Erde oder so. Aha, okay, danke schön. Wäre eigentlich cool, wenn ich diese Schafe auch füttern könnte. Vielleicht pflanze ich mir gleich noch Weizen zusätzlich an. Ich meine, klar kann ich... das alles befolgen, was mein Freund hier aufschreibt, aber so ein paar Grundlagen, die man sonst auch immer macht, wenn man neu irgendwo anfängt, sollte man da vielleicht trotzdem machen. Das ist wahrscheinlich selbstverständlich. Hä, was kriege ich denn hier für Seeds immer raus? Ist ja komisch. Okay. Frag mich, was dabei rauskommt. Ich glaube, ich pflanze die einfach gleich mal an. Aber ich glaube, einen normalen Seed habe ich rausbekommen. Ja, genau. Seed 295. Ja, aber bevor es dunkel wird, sollte ich wahrscheinlich nachher... Ah, genau. Hier kommt dann erst so eine Säule hin. Ach so. Okay, aus diesen dunklen Sträuchern kommen dann normale Seeds raus. Das ist ja komisch. Und aus denen kommen dann rote Seeds raus. Okay, pflanzen die mir mal an. Weil Essen kann man nie genug haben.
Und vielleicht, okay, da hinten. Ich verlaufe mich jetzt schon direkt am Anfang. Oh je. Und vielleicht sind dann hier die Blueberries nachher fertig. Oh, das ist echt ätzend. Warum habe ich die alle schon wieder angepflanzt? Das gibt's einfach nicht. Oha, das sieht ja komisch aus. So. Und vielleicht noch irgendwo anders noch einen hin. So. Können wir ja gleich ein größeres Feld hier machen. Dann ist es einfach unser Spawnpunkt und für den Anfang leben wir erstmal hier. Guck, seht ihr, da oben sind jetzt rechts, ich glaube, ein Skelett und zwei Creeper. Aber eigentlich ist es voll praktisch, weil was ist, wenn man wie ich gerade Bone Meal braucht und dann sucht man halt eben Skelett und dann ist das hier angezeigt. Das ist eigentlich ganz praktisch. Toll, Erdbeeren, aber ich brauche keine Erdbeeren. Ich brauche Blaubeeren. Warum? Och Mann, das Modpack hatten wir doch auch in Love in the Woods und das braucht 2 Tage oder so, bis das hochgewachsen ist. Das ist echt blöd jetzt. Okay, vielleicht lerne ich ja irgendwann, wie nennt man das nochmal? Aha. Wieso lesen? Ja, ich habe keine Blueberries. Und da du hast schon geschrieben, gib welche ab. Ja, genau. Hättest du halt davor mal lesen. Ja, okay. Er sagt lesen, toll, aber das habe ich zu spät gelesen. Tja, damit hat er wahrscheinlich nicht gerechnet, dass man nicht alles direkt durchliest. Oder hast du damit gerechnet? Ja, eigentlich schon. Okay. Ja gut, ich mache einfach ein paar andere nützliche Sachen, bis das gewachsen ist. Oh Mann, mir fällt der Name nicht ein. So ein Chunklauder, genau. Vielleicht lerne ich, wie das geht. Dann ist es nämlich gar kein Problem. Okay, das hat, glaube ich, was damit zu tun, wenn man gerade nicht spielt. Und ich nehme hier, glaube ich, alles im Stück wahrscheinlich alles auf einmal auf. Dann bringt mir ein Chunklauder auch nichts. Aber vielleicht lerne ich, wie das geht. Wäre, glaube ich, ganz schön praktisch. Werde ich aber wahrscheinlich erst später erfahren. Ich weiß auch gar nicht, zu welchem Modpack das gehört. Oder ist das überhaupt ein Modpack? Hey, ich weiß es nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Oh nein, es wird wieder dunkel. Okay, schnell in die Höhle zurück. Und zurück. Ich glaube, ich habe alles bei mir. Okay, das Bett ist unten rechts. Und schlafen gehen. Oha, seht ihr diese Höhle da unten? Cool. So, ich glaube, ich muss mir schon bald eine Steinpickaxe machen. Sonst ist die nämlich gleich kaputt. Ich hoffe, er will nicht viele Beeren von mir. Weil ich weiß nicht, wie viele. Vielleicht sind jetzt welche fertig. Das wäre sehr cool. Oh, okay, fast. Oha, sind welche fertig, Leute. Juhu. Hoffentlich reicht es ihm. Okay, bitte, 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 bitte. Ja, es hat funktioniert. Oh, ich bin so froh. Okay, jetzt muss die nächste Quest freigeschalten sein. Schneller Wachstum. Was steht hier? Bone Meal kann man immer gebrauchen, oder? Du kannst es hier ganz einfach gegen Holz eintauschen. Tipp, das ist alle 12 Ingame-Stunden möglich. Ah, okay. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden ein Tag hat in Minecraft. Wahrscheinlich auch 24, oder? Keine Ahnung, wahrscheinlich jeden halben Tag. Gib ein bisschen Holz ab, okay. Und ich habe 3 Bone Meal. Wuhu! Die Quest war nicht so schlimm. Okay, was steht hier? Grabe tiefer. Wie den meisten... Okay, da ist ein Rechtschreibfehler drin. Bei den meisten Mods wirst du ohne Eisen, Gold, Redstone oder Diamanten nicht weit kommen. Ja, das glaube ich auch. Bevor es richtig losgeht, begib dich auf die Suche. Tipp, verarbeite Eisen und Gold noch nicht weiter. Außer es ist notwendig. Schon sehr bald. Ach, was bin ich denn für ein Idiot? Hier kann man runterscrollen. Oh Mann, Leute. Da stand wahrscheinlich wirklich mehr unten, aber ich habe nicht runtergescrollt. Schon sehr bald wirst du diese verdoppeln können. Leute, das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann stand wahrscheinlich hier, seht ihr, da konnte man auch unterscrollen. Dankeschön für den Samen.
gib doch ein paar Beeren ab. Seht ihr? Das stand unten und ich habe es nicht gelesen, weil ich nicht wusste, dass man runterscrollen muss. Okay, jetzt ist die Sache auch gegessen. Ja, aber das ist krass, dass er das von mir verlangt, weil bis ich sowas finde, brauche ich doch locker eine Stunde oder so. Oder kennt ihr das, dass man sich so aus Spaß runtergrabt und dann hat man schon gleich was gefunden? Gut, vielleicht hat er hier am Spawn irgendwas präpariert, dass man nicht runtergrabt, dass ich dann gleich schon irgendwelchen Diamant oder so finde. Aber ich denke, die Welt ist zufallsgeneriert. Also sollte ich mich nicht zu früh freuen. Okay, ich grab mich jetzt einfach, ich fange jetzt einfach hier an. Ich mache hier mein Bett hin. Oder wahrscheinlich ist es besser, ich nehme es mit, oder? Aber wenn ich meinen gehe, ist es eigentlich scheißegal, ob Tag oder Nacht ist. Aber so wachsen wahrscheinlich meine Beeren mehr. Mann! Okay. Ich glaube, ich benutze mein Bone Meal, was ich hier jetzt noch habe, und hol daraus alles Essen, was geht. Eine kurze Frage stellt sich aber bei mir. Ist es so wie bei dem Modpack, das wir hatten, dass man hier so Rezepte anschauen kann? Genau. Kann ich mir hier angucken, wie viel Hunger das gibt? Ob das mehr Hunger gibt, wenn ich mir hier einen Juicer mache und... Nee, ich weiß es nicht, Leute. Also ich glaube, verarbeitet, also ein bisschen verarbeitet gibt immer mehr Hunger als gar nicht verarbeitet. Ist schon klar, aber ich weiß nicht, ob sich das halt so krass lohnt. Okay. Ist jetzt unwichtig. Ich esse die einfach normal. Schätze ich mal. So. Dann verbrauchen wir das jetzt hier noch ein bisschen. Weil ich glaube, damit muss ich jetzt nichts mehr machen. Mit dem Bone Meal. Moment mal. Ich habe 12 Holz. Da kann ich ja welches eintauschen. Das hat er doch mir vorhin erst gesagt. Gib ein bisschen Holz ab. Es reicht noch nicht. Oh nein, das habe ich vorhin erst gemacht. Ich verstehe. Gut, dann bauen wir hier noch ein bisschen Holz ab und graben uns dann gleich runter. Aber da muss man sich echt extrem weit runtergraben, um Diamant zu finden. Also es ist dann voll die schwierige Quest, finde ich. Also das war jetzt schnell zu erledigen, aber... Bis ich da jetzt Redstone, Eisen und Gold und alles gefunden habe. Ja, das braucht schon eine Weile. So, auf jeden Fall brauche ich genug Holz, damit ich dann wieder Bone Meal bekomme. So, jetzt bauen wir hier noch ein bisschen ab. Und meine Axt ist kaputt. Dann sollte ich mir direkt mal eine aus Stein machen. Ja, okay, ich glaube, ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich hier wirklich meine Base so mache, dass ich hier vielleicht doch mein Bett hinstelle. Ja, ist jetzt nicht schön, aber passt. Die Öfen. Irgendwo, keine Ahnung, hier. Ja, okay, sieht echt nicht schön aus. Mein Crafting Table ist vielleicht schlau, wenn man es mitnimmt. Eigentlich kann man alles mitnehmen, aber... Das macht mein Inventar ja nur voll. Und Kohle habe ich keine, aber ich kann ja jetzt vorerst das hier mit Holz braten. Ich weiß zwar nicht, wie viel ich dafür brauche, aber ich denke, ein Holz reicht für ein Essen oder vielleicht auch für zwei. Das können wir jetzt mal kurz gucken. Einmal, ja, ich glaube, das reicht perfekt für zwei. Oder nicht ganz. Oh nein. Ah doch, doch, passt. Ah, es wird sogar für drei wahrscheinlich reichen. Gut, das war dann halt jetzt Verschwendung. Ah, Moment, vielleicht kann ich hier noch eine Holzkohle draus machen. Genau, ich brauche ja Fackeln, damit ich unten mich runtergraben kann. Stimmt. Perfekt, dann brät hier jetzt noch die Holzkohle und... Ja, da muss ich in der nächsten Folge noch mehr Holz abbauen, weil... Mittlerweile merkt man ja, ich kann da Bone Meal mit eintauschen. Ich brauche Kohle, damit ich mich runtergraben kann, sonst kann ich ja meine Gänge nicht beleuchten. Also es spielt hier Holz eine wichtige Rolle, aber zum Glück bin ich ja hier in so einem Wald gespawnt. Also passt die ganze Sache. Jo, damit danke ich mich fürs Zusehen, Leute. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe ja auch und tschüss.